So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Saphir in der Randomizer Nastro Challenge. Im letzten Part haben wir die Siegelstraße betreten, beziehungsweise weitergemacht sogar. Und sind ein bisschen dran verzweifelt, da ich nicht den Weg gewusst habe. Und ich habe meine Pokémon ein bisschen trainiert bis zum letzten Part. Jetzt sind alle auf Level 50, damit hat sich auch eine Reise entwickelt. Außerdem ist jetzt SSR Kapilz, glaube ich, gestorben und dafür ist jetzt Ginsky aka X-Bar drin. Was auch nicht schlecht ist, also passt alles soweit, denke ich mal. Passt alles soweit, ganz gutes Team bisher. Gut, da haben hier Plex lässt zu wünschen übrig, aber sonst passt das schön. Wir schmeißen auch gleich mal wieder einen Topschutz rein, weil wir es können und weil wir es brauchen und weil ich nicht genervt werden will, um jetzt hier den Weg zu finden. Ich weiß, dass uns am Ende auch Heiko erwartet, von daher soll das hier eigentlich der letzte Part vor der Liga direkt werden. Hoffentlich klappt das. Vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Wer kann nochmal Blitz? Das ist eine gute Frage. Du kannst Blitz, ne? Ja, genau. Entschuldigung, ist jetzt schon wieder ein Weilchen her, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Aber manchmal fällt es einem dann doch nochmal ein, wie die Schuppen von der Augen oder so, ne? Oder wie nennt man das? Ja, doch, so heißt das, ne? Ja, aber jetzt finden wir hoffentlich endlich mal einen Weg durch die Siegelstraße. Ist ja sonst nervig, wenn wir hier noch 10.000 Parts drin bleiben. Nee, das verspreche ich heute. Heute kriegen wir die Siegelstraße fertig. Dies ist mein Versprechen an euch. Und wenn das nicht klappen sollte, dann ist halt doof. Nehmen wir das ja mal mit. Top Genesung. Kann man immer hier brauchen. Ne? Warum auch nicht? Jetzt weiß ich aber bloß wieder nicht, wo es lang geht. Von daher gehen wir mal hier entlang. Sieht doch schon mal nach dem Weg aus, der eventuell uns weiterführen könnte. Eventuell auch nicht. Wir probieren es mal hier hoch, weil ich habe gehört, dass man sich mit Kaskade hier eine Abkürzung schaffen kann. Eventuell ist das diese Kaskadenabkürzung an irgendeiner Stelle, weil ich wüsste sonst nicht, wo wir es gebrauchen könnten. Schutz wirkt nicht mehr, das ist in Ordnung, das ist vollkommen in Ordnung für mich. Wir setzen einen weiteren ein, dich haben wir schon besiegt, okay. Hier sind wir auch schon mal irgendwann drüber gegangen, ne? Aha. Hier vielleicht raus. Eventuell ist das die Lösung. Nee, das Rätsel zur Lösung ist es nicht. Dann schauen wir mal hier weiter. Vielleicht kommt hier noch irgendwas, was uns die Offenbarung ergibt. Aber eigentlich kommen wir hier auch nur wieder dahin, wo wir schon einst waren, nicht wahr? Also irgendwie hat es das jetzt nicht gebracht. Hä? Bin ich eigentlich vollkommen bescheuert? Wahrscheinlich schon, aber muss ich das dann auch so raushängen lassen? Wahrscheinlich auch das, wahrscheinlich schon. Okay, aber ich glaube, ich sehe, wo wir hin müssen. Ich glaube, ich habe es gesehen. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, aber das werden wir gleich in Erfahrung bringen. Dann gehen wir jetzt nämlich hier hin und dann hier hin und dann schauen wir mal hier hin. Das sieht auf jeden Fall nach einem Ort aus, den wir noch nicht betreten haben. Auf jeden Fall noch nicht. Das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal was, oder Kinders? Oder Kinders? Das ist doch. Ist doch mal ein Weiterkommen möglich hier. Wenn nicht hier, dann woanders, ne? So, schieben wir das hier runter. Und das hier öffnen wir bitte. Einmal öffnen, danke. Und dann sieht das hier doch eigentlich ganz gut aus. Und ja, schaut mal, Kinders. Schaut mal. Hier geht's, glaube ich, raus, hoffe ich. Pass auf, ich laufe jetzt nur zu irgendeinem blöden Item, was ich gar nicht gebraucht hätte. Ah, okay, siehst du, den haben wir noch nicht. Ich habe es innerhalb kürzester Zeit bis hierher geschafft, aber das letzte Stück zieht sich wie Kaugummi. Okay, naja gut, ne? Ich habe es jetzt nicht in so kurzer Zeit hierher geschafft. Letaking. Ui. Mieses Vieh. Ohne halt irgendwie was zu haben dagegen. Frage ist, kann der irgendwelche Kampfattacken oder so? Was greife ich den denn am besten an? Ist mal ehrlich. Ich habe nicht wirklich was gegen den, ne? Übrigens, ich habe erstmal Hitzekoller beigebracht für Tarantino, weil ich mir dachte, warum nicht, ne? Wir werden ihn jetzt eh gleich auswechseln, nächste Runde, von daher setze ich ihn jetzt mal ein. Oder, ja, okay, er ist 6 Level unter mir und Hitzekoller ist extrem stark, ne? Aber hat auch Einbußen, ne? Zumindest so lange, bis wir Flammenwurf haben, nämlich der Hitzekoller. Hier enden meine Träume. Und den Flammenwurf sollten wir mit Level 51 bei ihm bekommen, von daher dachte ich mir, why not, ne? Why not? Aha, wir haben es rausgeschafft. Hallo Flo, du bist bestimmt überrascht, mich hier zu treffen. Ich habe es bis hierher geschafft und das verdanke ich dir.
Aufgrund meiner Niederlage gegen dich hat mich viel stärker gemacht. Ich werde nie wieder verlieren. Ich werde gewinnen für die Pokémon, die mir Mut und Kraft gegeben haben. Okay, jetzt komme ich. Ja, der Heiko-Kampf nochmal vor der Liga. Der war ganz nötig. Mit 5 Pokémon. X-Bob fängt er an. Heißt, er hat entweder Gift oder Flug-Pokémon. Es wäre mir lieber, wären es Gift-Pokémon, muss ich ehrlich sagen. Weil da haben wir was gegen. Auf jeden Fall, da haben wir eine Maßnahme gegen. Gegen Flug-Pokémon, naja, seit Dings nicht mehr existiert, seit Ampharos nicht mehr existiert, sieht mau aus, ne? Sieht mau aus. Naja, Expert ist halt extrem schnell, aber das sollte uns nicht weiter schmälern. Hoffen wir aufs Beste und dass es Gift-Pokémon sind, bitte, bitte. Wobei natürlich gegen Flug-Pokémon könnte eventuell sogar spannender werden. Von daher, Papinella, es sind die Flug-Pokémon, okay, aber da werden wir jetzt wieder mal zu Dings wechseln, zu Tarantino, weil der soll möglichst noch vor der Liga seinen Level-Up erhalten, wenn es möglich wäre, wenn es denn möglich ist. Ja, ich wollte gerade sagen, starke Käfer-Attacke, aber sollte uns nicht weiter schocken, sage ich mal, weil wir es ja mit dem Feuertypus dann wieder ausgleichen können. Sonst nur Unlicht hätte wehtun können. Hätte Fahrradkette, ne? Hätte Fahrradkette. Naja gut, Taubos. Ist okay. Haben wir ja was gegen auf jeden Fall. Nämlich den Aurora-Strahl. Fällt mir auch mal so auf, ne? Man könnte auch mal den Aurora-Strahl von Valreise einsetzen, da wir es ja jetzt haben. Können wir es auch. Blizzard habe ich sogar beigebracht. Entschuldigung. Ich habe Blizzard beigebracht. Ist zwar treffunsicherer, aber stärker auf jeden Fall als Aurora-Strahl. Von daher ist vielleicht gar nicht so verkehrt, ne? Hätten wir jetzt ein Dings mit Hagelsturm. Ich glaube, bei Reiser kann ja rein theoretisch auch Hagelsturm lernen. Das wäre natürlich für uns besser insgesamt, aber ich sag mal, es geht auch so, ne? Also, und bei Reiser ist die Trefferquote vollkommen egal. Er sagt einfach, mir scheißegal, ich treffe einfach. Ich treffe einfach mit Blizzard. Ist mir alles egal, du. Ist mir alles egal. Ich frage mich, ob er sein Gardevoir haben wird. Nö, wird er nicht haben. Stattdessen eine Vierfachschwäche gegen Valreiser. Das akzeptiere ich auch vollkommen. Das ist vollkommen in Ordnung. Ach man, hätte ich das gewusst, dass der Weg so easy ist, hätte ich es vielleicht doch noch in den letzten Part backen können. Naja, was soll's. Naja, ist ja auch egal. Nö. Wow, Flo, du bist immer stärker. Danke. Jetzt muss ich mir halt überlegen, was ich noch mache. Ich konnte dich heute nicht besiegen, aber eines Tages werde ich es mit dir aufnehmen. Na, das werden wir ja mal sehen, mein Freund. Mi Frendo. So, die Frage ist, kommen wir hier dann jederzeit wieder her eigentlich? Also in den Ort? Sie erreichen den Eingang zur Pokémon-Liga. Danke. Vielen Dank. Servus, da ist die Liga. Ich wollte eigentlich noch nicht betreten, so viel steht fest, ne? Ich werde erstmal heilen. Und vielleicht ergibt sich dann ja mal, dass wir eine Geheimbasis machen und einrichten, weil wann, wenn nicht jetzt quasi halt, ich muss den Partner ein bisschen füllen. Und ja, vor der Liga fällt mir jetzt nichts Besseres ein, sag ich mal, ne? Ich hätte gern noch die Top-Genesung ein paar Mal. Ja, 21 Mal sollte reichen. Für den Fall der Fälle, dass wir doch irgendwie vergiftet, massakriert, flambiert oder sowas wären. Die Liga ist ja verdammt leer. Ich hatte die gar nicht so leer in Erinnerung, aber okay. So, dann fliegen wir mal weg mit Kinski, der es ja kann. Kann man dann hier eigentlich wählen, wo man hin möchte? Oder muss ich dann einfach die Siegestraße im nächsten Part nochmal? Okay. Okay, hat sich geklärt. Man fliegt zur Pokémon-Liga. Das wollte ich nur wissen. Dies wollte ich im Prinzip nur wissen. Alles andere war mir doch egal. Wir wollen jetzt aber. Komm, wir gehen mal nach Malvenfroh City. Oder. Weißt du was? Bist du da was wir machen können? Wir können das Rätselhaus machen. Das Rätselmeisterhaus. Problem ist bei der Geheimbasis, dass man es halt dass man Pokémon Geheimpower beibringen muss, ne? Ist wieder das Doofe daran. Aber wir können ja erstmal das Rätselhaus machen. Mal als Zwischending so. Weil warum nicht, ne? So, und da muss ich aber jetzt erstmal. Du wirst beobachtet. Ah ja, ich hab's gesehen. Ich hab's genau gesehen. Da war er. Was? Grrr. Woher wusstest du, dass ich mich unter dem Tisch versteckt hatte? Clever.
Sehe und staune, ich bin das größte lebende menschliche Mysterium in ganz Höhen. Man nennt mich Rätselmeister. Haha, freut dich kennenzulernen. Du bist hier, um ein Rätsel aus Herausforderung, oder? Deshalb bist du doch hier. Ja, so muss es sein. Betrachte deine Herausforderung als angenommen. Trete in diese Schriftrolle und die Herausforderung beginnt. Ich warte im hinteren Bereich. Waren hier eigentlich Trainer drin? Hinter der Schriftrolle ist ein Loch. Möchtest du hindurchgehen? Wir probieren es einfach mal aus. Ich weiß jetzt nicht, ob hier eventuell sogar Trainer drin waren. Oder nicht. Wir haben keinen Zerschneider. Leck mir am Arsch, wenn man das Rätselhaus doch nicht. Ich bringe jetzt nicht noch einen extra Zerschneider bei. Nee, das soll das mal jetzt doch sein. Aber wir nehmen mal ein Pokémon mit, was in der Theorie Geheimpower könnte. Also wir nehmen mal eins mit und dann gucken wir mal eine Basis. Gucken wir uns mal eine Basis aus, würde ich sagen. Wenn ich jetzt wüsste, wo Basenpunkte sind, dann würde ich es euch auch sagen. Aber das finden wir schon noch heraus, ne? Ich glaube, im Baumhausen City in der Nähe gibt es auf jeden Fall eins. Doch, ich weiß, bei einem bin ich mir sicher, wo es eins gibt. Wer könnte denn Geheimpower? Eventuell Pipi. Wir nehmen mal Pipi mit rein, weil... Ja, ist ja eh... Ist ja eh RIP. So, dich packen wir mal wieder hier an die Seite. Dich brauchen wir dann später für die Liga. Aber dann geben wir mal Pipi die Geheimpower und schauen mal, dass wir uns vielleicht doch mal eine Geheimbasis aktivieren. Ja, warum nicht, ne? Warum denn auch nicht? Ja, kannst ruhig Geheimpower lernen. Du bist eh kein Teammitglied mehr. Leider Gottes. Hier, Fund weg. Und ich muss den Part halt irgendwie voll kriegen, ne? Also so ein bisschen zumindest. Es wäre ein bisschen läppisch gewesen, nach 8 Minuten den Part zu beenden, oder? Wobei, dann hätten alle gedacht, oh nein, er ist bei Heiko krepiert. Oh nein. Nee, aber das machen wir mal so nicht, ne? Stattdessen gibt es ein bisschen Bonus-Content. So, und zwar, wo ich mir relativ sicher bin, dass dass es irgendwo eine Basispunkt gibt, müsste Baumhausen City bzw. da am Klimainstitut sein. Da war relativ nah einer, genau. Nee, das ist nur ein Trainer. Den meinte ich jetzt nicht. Aber hier irgendwo gab es doch, glaube ich, irgendwo einen Basispunkt, ne? Kann man nicht sogar hier rein eine Basis machen? Ja, genau, dieser Busch kann bewegt werden, sodass man hineinklettern kann. Möchtest du Geheimpower einsetzen? Ja, Dino setzt Geheimpower ein. Ich weiß gar nicht, ob wir reichlich Deko-Elemente haben. Ein kleiner Eingang wird sichtbar. Na, ist doch ein schöner Ort. Möchtest du hier deine Geheimbasis einrichten? Ja, sicher. Wie ging das nochmal? Irgendwie kommt man doch hier Sachen aufstellen, ne? Möchtest du tun Dekoration dekorieren? Achso, wir haben kaum Deko. Wow, na dann packen wir halt die Tropi-Puppe mal hier irgendwo hin. Warum nicht? Oh, was soll denn der Shit? Hä? Warum kann ich die nicht platzieren? Muss die irgendwo draufstehen? Die muss bestimmt irgendwo draufstehen, ne? Tote Puppe hätten wir auch, aber die muss bestimmt irgendwo draufstehen. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Warum es nicht geht. Ja, komm, leck mir am Arsch. Hier sehen wir nochmal. Boah, die ist aber dick. Also, ist ein Weimar halt, ne? Aber... Die habe ich mir doch ein bisschen weniger korpulent vorgestellt. Na gut, wir haben jetzt hier auch nichts zum Dekorieren leider. Aber das macht ja nichts. Immerhin habe ich es mal gezeigt, ne? Was ich auch noch zeigen will, für den lieben Geoblex, der es ja einmal wollte, dass ich es einfach mal mache. Was, ein Gravelpot oder was? Malvenfroh, ne? Für den Geoblex mache ich das gerne mal, ne? Eine wichtige Sache für ihn vielleicht. Ja, wir spielen hier Montana Black. Ist doch logisch, oder? Ist doch Logan. Kannst du noch Münzkorb nicht spielen? Ich denke, ich hab da einen Münzkorb. Okay, müssen wir nicht spielen, aber das ist kein Münzkorb. Wie Münzen? Wo kriege ich denn den Münzkorb? Ich hätte gedacht, ich hätte ihn schon. Fragezeichen. Ja, toll, danke. Ich weiß. Kriege ich denn meinen Münzkorb her? Ich habe keine Ahnung, wo ich den Münzkorb herkriege. Sorry dann. Sorry. Ich will ja so viel machen, aber irgendwie kann ich doch nichts machen, ne? Naja, verplempern wir halt ein bisschen Zeit. Jetzt gehen wir doch nochmal ins Rätselhaus mit Sitzer Schneider. Holen wir einen Barkator rein. Da kann's ja. Wenn wir jetzt schon mal hier sind und ich eh noch ein bisschen Zeit brauche. Ein bisschen Partfilm muss ich ja dann doch noch. So. Invagator müsste Zerschneider können. Von daher bewegen wir es mal rein. Pipi wieder raus. Pipi auf dem Friedhof. Das ist in Ordnung. Am Ende des ganzen Let's Plays kommt natürlich auch wieder ein
ein schöner Zusammenschnitt aller Tode. Ob der so schön ist, weiß man dann nicht. Da hat es kurz an der Tür geklingelt, also sorry. Aber jetzt habe ich das hoffentlich so geschnitten, dass ich da keine Pause zwischen habe. Wenn doch, dann habe ich es vergessen, aber nee, sollte schon passen. Das Rätselhaus war unten, ne? Das war nahe Gravelport statt Malvenfroh. Genau, sorry. Ich bin gerade ein bisschen perplex, weil, ja, Unterbrechung, damit rechnest du manchmal nicht. Manchmal rechnest du nicht mit diesen Unterbrechungen, die du dann hast, ne? Naja, wir gucken mal, dass wir das Rätselhaus zumindest die ersten ein, zwei Level machen und dann denke ich mal, soll es das auch gewesen sein, weil das Rätselhaus ist jetzt auch nicht wahnsinnig spannend und im Prinzip wollt ihr doch morgen eigentlich nur dann die Liga sehen, oder? Und da werden wir auch. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich die Liga am Stück mache, aber wahrscheinlich, wie man mich kennt, mache ich sie immer am Stück. Aber falls es denn doch weniger ist, dann habe ich vielleicht doch nur zwei Liga Top 4 Mitglieder am Stück gemacht und nicht alle. Wer weiß. Ja. Ihr werdet es dann schon wissen. Ihr werdet es dann schon erfahren. Wahrscheinlich spoilert es dann eh, ob ich alle gemacht habe oder nur den Teil oder wie auch immer. So, jetzt möchten wir aber hier hindurch. Und dann versuchen wir Trainer zu vermeiden, weil warum, ne? Warum sollten wir uns an die Trainer ranwagen, wenn wir hier im Prinzip nichts an den Trainern zu suchen haben, die wahrscheinlich unsere Pokémon bei Weitem unterlegen sind, so im Endeffekt. Sind das Trainer? Ich weiß es halt nicht, ne? Aber wir machen mal den ersten Raum und dann ist gut, ne? Ich denke, das ist dann okay, wenn wir das so machen. Wenn wir dann den ersten Raum machen. Bist du ein Trainer? Ja, du bist ein Trainer, okay. Wer ist dieser Rätselmeister bloß? Naja, gut, kämpfen wir mal. Im Endeffekt kann es auch nicht schaden. Gut, aber die werden jetzt nicht wahnsinnig stark sein, ne? Von daher erwartet nichts. Ja. Ja, gut, ne? Die können wir wahrscheinlich mit einer Finte wegnageln, du. Mit einer Finte. Pass auf, jetzt setzt der gleich Nahkampf ein und haut mein Tarantino weg. Ich sehe es kommen. Nee, so dramatisch sollte es nicht sein. Ja, deswegen will ich auch nur den ersten Raum machen und danach werde ich den Part wahrscheinlich dann vor der Liga beenden. Ich werde dann noch Dings wieder ins Team nehmen, Coink, und dann passt das schon, ne? Und dann passt das schon. Dann wird auch Tarantino im ersten Ligakampf sein Level erhalten, denke ich mal. Also je nachdem, welcher Typus es wird. Weil ich habe auf Level 50 trainiert, weil der scheint Pokémon auf Level 58. Von daher dachte ich mir mal lieber, wie sie übersteigen war die Fähigkeiten. Ich verlor ganz Gedanken verloren. Weil die ersten sind nur 48 oder 47 und so. Aber dann halt später hinten raus wird's hart. Von daher dachte ich mir mal, nee. Passen wir mal auf. Oh Mann, das ist so ein beschissenes Haus, ey. Diese Zerschneider-Kacke hier. So unnötig. So unnötig, du. Aber man braucht doch eh diese komische Schriftrolle da, ne? Naja, die braucht man doch. Ah. Warum mache ich den Scheiß eigentlich? Ja, nur um den Paar zu strecken, ne? Nur um den Paar zu strecken. Na gut, wie gesagt, den ersten Raum machen wir und gut ist dann. Dann muss es gut sein, dann muss es reichen. Würde ich sagen. Ja, der Dude, vor dem die Schriftrolle ist, den müssen wir natürlich noch besiegen und dann ist ja gut. Ich bin nur zufällig in diesem verrückten Haus gelandet. Na, das ist ja Wahnsinn für dich. Das ist ja der absolute Hammer für dich. Das ist aus Versehen, boah. Hopspross, das kriegen wir ja. Na, was sage ich eigentlich? Wir kriegen hier jeden Gegner wunderbar dauernd. Das sind Level 14er Pokémon und unsere Pokémon sind Level 50. Also was denke ich mir dabei? Diese Pokémon haben keine Chance gegen mich. Auch kein Hutut hat eine Chance gegen mich. Nein. Ich weiß, dass man das rein theoretisch hätte früher machen sollen und können, aber ich weiß nicht, das Rätselhaus empfand ich für mich nie als spannend so. Und nun habe ich verloren. Na, das ist ja traurig für dich. Und da ist die Schriftrolle, mit der wir dann auch in den nächsten, Raum kämen. Auch vor allem, dass man hier keine Turbo-Treter einziehen darf und so. Das ist fast das Belastendste daran. Na komm, dann. Flott den Geheimcode auf die Tür geschrieben, Rätselmeister ist sagenhaft, das Schloss geht klickend auf. Na danke. Moin. Da bin ich ja raus wieder. Dann. Ah, du hast mich gefunden.
Du bist verdammt clever. Ich habe die ganze Nacht gebraucht, all die Bäume zu pflanzen. Du bist meine größte fast ebenbürtig. Bis auf 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte. Gut, du hast dir diese Belohnung verdient. Ein Sonderbonbon. Ja, gut, ne? Putz dir das selbstgefällige Grinsen von der Backe. Noch hast du nicht gewonnen. Ich werde neue Tricks erfinden, die dich zu Fall bringen werden. Zum Grinsen hast du erst Grund, wenn du es geschafft hast. Komm wieder, wenn ich die nächste interessante Installation fertig habe. Wo komme ich jetzt raus? Hier? Ja, okay. Hier komme ich Gott sei Dank raus. Ich dachte jetzt schon, ich müsste jetzt bis zum bitteren Ende hier weitermachen. Aber muss ich gar nicht. Ich muss einfach nur bis zum bitteren Ende diesen Gang laufen. Und dann sind wir wieder am Anfang. Dann ist ja alles fresh. So, dann fliegen wir zurück zur Pokémon-Liga, damit wir sie im nächsten Part auch geschmeidig angehen können, würde ich sagen. Ne? Tauschen wir dann auch Groink ein. Und dann haben wir das wunderbar, hoffentlich. Dann wird... Warum komme ich jetzt hier raus? Achso, da oben. Ah, okay, man kann sich auswählen. Da oder dort oder dort. Okay, hab verstanden. So, dann holen wir uns noch Groink ins Team auf jeden Fall. Und dann habe ich Angst? Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe nicht viel Angst, muss ich sagen. Es geht. So, Impagator bitte wieder ablegen. Nein. Impagator ablegen. Das wollte ich ablegen. In die Ripbox, danke. Und dann holen wir uns Groink natürlich wieder rein. Denn der muss ja auch hier mitkämpfen. Treuer Begleiter bisher gewesen, soll nicht untergehen, ne? Soll nicht untergehen und vergessen werden. Also dann heile ich mich nochmal und dann würde ich sagen, geht's im nächsten Part hier rein in die Top 4. Ich habe Angst, minimal, aber wir schaffen das schon, hoffe ich. Vielleicht auch nicht, dann ist halt die Nuzlocke vorbei, ne? Aber wir haben es auf jeden Fall weit gebracht. Also dann, ich hoffe, dass euch dieser Part gefallen hat, dieser merkwürdige Bonus-Extra-Part, wie auch immer. Und dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, sage ich Schilzikowski, euer Flastivi. Bye bye!